Wir sehen jetzt die Live-Bilder aus Davos. Die Rede von Theresa May, sie ist zu Ende. Die Herrschaften stehen auf. Thomas Jäger, wie fanden Sie die Rede? Ich muss mit dem beginnen, was nicht gesagt wurde. Okay. Und was, glaube ich, jeden interessiert hat, der diese Rede hören wollte. Was geschieht mit dem Brexit? Mhm. Was geschieht in den Verhandlungen, die jetzt neu begonnen haben, mhm, mit der Europäischen Union, nachdem man sich ja zumindest einigermaßen darüber geeinigt hat, wie die Scheidung funktioniert, mhm, was sie kostet, wie man mit den Grenzen umgeht, die jetzt neu entstehen. Wobei auch diese Entscheidungen noch nicht wirklich fest sind. Aber jetzt hat man begonnen, darüber nachzudenken, wie, in welchem Verhältnis wird Großbritannien zur Europäischen Union stehen, mhm, mit dessen Wirtschaft es eng verbunden, mhm, ist. Und nicht ein Ton, mhm, war davon, mhm, zu hören. Stattdessen eine Rede, die gesagt hat, wer in künstliche Intelligenz investieren soll, findet in Großbritannien den optimalen Investitionsstandort. Denn wir kümmern uns gerade darum, dass Ethik ins Netz einzieht, dass Regeln gegeben werden, Normen eingehalten werden. Wobei das Ganze am Ende aufgerollt wurde, indem sie sagte, das müssen wir aber alle zusammen machen. Mhm. Mhm. Und wir müssen dabei auch achten, dass niemand zurückbleibt. Und man am Ende etwas hoffnungslos oder hilflos dastand und sagte, was wurde uns jetzt eigentlich mit dieser Rede gesagt? Jetzt sprechen Sie mir aus dem Herzen. Ich habe ja eben auch die Rede gehört, ich fand sie schlecht. Sie war auch nicht besonders sie war nur visionär. Gut vorgetragen. Ich meine, es ist immer schwierig. 2 Uhr, das ist die Zeit nach, mhm, dem Mittagessen. Da braucht man jemanden, der feurig, ja, spricht, ja, der, ja, die Leute wach, ja, auch inhaltlich macht. Also ich meine, die Ebene des Visionären, der Staatslenker. Ich meine, da kommt die Premierministerin von Großbritannien. Ja, und was macht sie? Sie hält eine Rede für den Wirtschaftsstandort Großbritannien. Das wäre ja sozusagen noch gut gewesen, mhm, wenn sie es eingepasst hätte, mhm, in die enormen politischen Veränderungen, ja, die anstehen. Ja. Für Großbritannien ist doch momentan nicht das allergrößte Problem, dass in sozialen Medien irgendwelche Hasstiraden, mhm, nicht schnell genug gelöscht, mhm, werden. Mhm. Also wenn das zentrale Problem Großbritanniens, mhm, wäre, mhm, das, mhm, könnte man in den Griff bekommen. Mhm. Das größte Problem ist, dass die Regierung nicht weiß, auf welches Ergebnis hin sie denn mit der Europäischen Union darüber verhandelt, wie Großbritannien in einem Jahr wirtschaften, mhm, möchte. Mhm. Mhm. Dass die Regierung inzwischen vom Parlament gesagt bekommen hat, alles, was ihr verhandelt in Brüssel, das werden wir im Parlament, mhm, erst noch mal abstimmen. Mhm. Und vielleicht stimmen wir dem nicht zu. Und das kommt zu dem, was ein harter Brexit genannt wird, ja, nämlich Großbritannien, ja, steht ohne irgendeine Lösung da, okay, wird sozusagen zurückgeworfen, ja, auf die Regelungen der Welthandelsorganisation. Und zumindest in der britischen Wirtschaft, scheinbar nicht in der britischen Regierung, ja, wenn wir das jetzt hier zum Nennwert nehmen, liegen die Nerven blank. Jetzt verstehe ich sozusagen aus meiner Sicht, warum ich eine andere Erwartungshaltung hatte. Ich hatte gedacht, da ist sozusagen die Premierministerin, die freie Fahrt nach vorne hat. Aber Sie sagen, sie hat überhaupt nicht freie Fahrt nach vorne. Sie weiß nicht, was morgen ist in Großbritannien. Nein, sie hat insbesondere keine Idee darüber entwickelt, mhm, wie sie diese und auf welches Ergebnis hin sie, mhm, diese Verhandlungen, mhm, führen will. Das ist ja, mhm, seit die Verhandlungen zum Brexit, mhm, begonnen haben, immer wieder das gleiche Problem. Mhm. Erst hieß es, wir verhandeln über alles gleichzeitig. Mhm. Da hat die Kommission aus guten Gründen gesagt, erst wird die Scheidung vollzogen, mhm, und dann spricht man, wie es weitergeht. Mhm. Und alle Opposition aus London hat nichts geholfen. Mhm. Sie mussten sich letztlich auf das Verfahren einlassen. Mhm. Jetzt hat man sich geeinigt, dass es doch eine kräftige Abschlagszahlung gibt für all das, von Pensionsansprüchen bis laufenden Projekten, was noch pekuniär ausgeglichen werden muss. Man hat sich geeinigt, dass die Grenze zwischen Irland und Nordirland keine harte Grenze wird, aber nicht darauf, wie diese Grenze anders, mhm, gesichert, mhm, werden soll, mhm, wo täglich Zehntausende Lkw fahren, wo Waren drüber gebracht werden und was eben eine Grenze wird, wenn Großbritannien den Binnenmarkt verlässt. Und auch die Rechte der Briten in Europa, der europäischen Bürger in Großbritannien sind sozusagen noch nicht zu Ende, ja, verhandelt. Ja. Und das ist für die Premierministerin eine ausgesprochen schwere Lage. Sie bekommt ständig Feuer aus ihrer eigenen Fraktion.
Denn der auch von diese Woche wurde eine offene Rebellion sozusagen kurz abgewendet. Nicht? Sie hat ja auch für den Remain innerhalb der Europäischen Union gestimmt. Und nun muss sie sozusagen die Speerspitze der Austreter sein. Also auch eine schizophrene Rolle. Ja. Ja, aber wenn man nach der Macht greift, darf der Inhalt manchmal nicht ganz im Vordergrund stehen. Und darum ging es ihr. Ja. Aber es ist ja ein kompletter Vorzeichenwechsel. Das ist richtig. Mhm. Und jetzt geht es darum, so hat sie das von Anfang an ja gesagt, diesen Brexit auch wirklich zu vollziehen. Gegen alle Stimmen, die auch aus Großbritannien kommen, die sagen, lasst uns noch mal abstimmen. Ja, es ist ja jetzt nicht so, dass die, wie das in der Europäischen Union ab und zu der Fall war, so lange abgestimmt wird, bis das Ergebnis passt. Hier ist es ja so, dass die Diskussion in Großbritannien einfach weitergegangen ist, dass man jetzt sieht, das stimmt alles nicht, was wir vorher erzählt bekommen haben. Das wird nicht billiger, sondern im Gegenteil, das wird erstmal sehr viel kosten. Es ist mit enormen Problemen verbunden. Und nach allen Umfragen würde ein Referendum jetzt anders ausgehen. Nicht dramatisch anders, das ist ganz erstaunlich, sondern mit knapper Mehrheit anders. Aber Frau May hat sich darauf festgelegt, Brexit means Brexit. Und jetzt geht es nun wirklich darum, ein Ergebnis zu bekommen. Und davon kein Wort. Kein Wort. Und was glauben Sie, wie wird sie sozusagen hinter den verschlossenen Türen agieren? Wird sie da selbstbewusster und sozusagen grundsätzlicher werden? Oder wird sie genauso, ich sag mal, im kleinen Detail herumstochern, weil sie nicht die großen Schritte wagen darf? Nun, sie wird ja, wie jeder, nehme ich an, der dort aufschlägt, mit den Unternehmensführern sprechen. Mhm. Sie hat ja sich ein Feld ausgesucht, Digitalisierung, künstliche Intelligenz. Ja, ja. Die CEOs, die will sie jetzt sozusagen sprechen und will sagen, investiert in Großbritannien. Ja. Denn es steht außer Frage, dass Großbritannien eben auch einen industriellen Umbruch erleben wird, wie andere Staaten in Europa auch. Was aber schwieriger noch dadurch wird, dass es sich eben vom Binnenmarkt abkoppelt. Mhm. Und das war ihr Hauptthema. Das werden diejenigen sein, die sie jetzt ansprechen will aus dieser Branche. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dann nicht sofort die Frage kommt, wie sieht dann das rechtliche Verhältnis zwischen Großbritannien und der Europäischen Union demnächst aus? Wie sieht das rechtliche Verhältnis mit den Vereinigten Staaten aus? Ja. Es ist so gewesen, dass Präsident Obama, der ja wenig in den Wahlkampf eingriff und für den Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union sprach, gesagt hatte, Großbritannien muss sich, was Freihandelsverträge angeht, erstmal ganz hinten anstellen. Mhm. Trump hat gesagt, die ziehen wir nach vorne, aber passiert ist seitdem überhaupt nichts. Das sind die Fragen, die gerade in einer vernetzten Welt, in der Unternehmen eben nicht mehr nur für ein Land denken, doch geregelt, beantwortet werden müssen. Was sind die Regeln, was sind die Verträge, was ist die rechtliche Grundlage zum Austausch mit anderen Regionen dieser Welt? Jetzt hatten wir Donald Trump, wir haben eben Theresa May, jetzt wollen wir hören, wie Angela Merkel in Davos agierte. Sie hielt gestern eine Rede und sie steht ja auch einer, ich sag mal, Interimsregierung, also einer geschäftsführenden Regierung gerade vor. Also so fest sitzt sie auch nicht im Sattel, wie sie es gerne täte.